Hallo zusammen, bevor es gleich in die Waschbox geht zum Waschen, möchte ich euch vorab mal die Produkte zeigen, die ich für dieses Video zusammengestellt habe. Und für die Felgen habe ich heute mal den Dust Cracker wieder rausgesucht von Liquid Elements. Der ist so ein bisschen bei mir in die Vergessenheit geraten, von daher werden wir den heute mal wieder anwenden. Und der Dust Cracker hat nur eine Einwirkzeit von 20 Sekunden. Daher werden wir die Felgenreinigung heute erst nach der Vorwäsche durchführen und nicht wie gewohnt vor der Vorwäsche. Da tauschen wir heute die Positionen aufgrund der kurzen Einwirkzeit, die der Felgenreiniger hat. Und ja, für die Vorwäsche heute mal die Quasar rausgesucht und hier mit überarbeitetem Filtereinsatz. Das heißt, wer sich das Video von mir dazu nicht angeschaut hat, ich habe hier im Filtereinsatz ein bisschen was reingetan. Und das zeige ich euch mal, damit ihr das nochmal vor Augen habt. Na, wenn es jetzt geht. Ich habe nämlich den Filtereinsatz. Hier ist er. Den Filtereinsatz mit einem zusätzlichen Schaumstoffbett aus der Gloria verstärkt, damit wir so einen dickeren Schaum erzeugen können. Weil der Nachteil der Quasar ist halt immer der ganz dünnflüssige Schaum. Und daher habe ich hier noch einen zusätzlichen Filtereinsatz oder Schaumstoffbett reingetan, damit wir gleich auch einen schönen dicken Schaum mit der Quasar erzeugen können. Und ja, das werde ich euch gleich zeigen. Dann für die Insekten einmal den Insect and Dirt Remover von Koch Chemie. Dann habe ich hier einmal den Green Star APC von Koch Chemie ebenfalls. Wofür wir den brauchen, das zeige ich euch gleich. Ja, was habe ich noch so alles mit? Einmal hier das Reifengel von Meguiar's, um die Reifen wieder schön aufzufrischen. Dann ebenfalls von Meguiar's einmal den Ultimate Quick Detailer. Den werden wir heute einmal als Trocknungshilfe benutzen und gleichzeitig auch einen schönen Tiefenglanz erzeugen. Dann zum Trocknen heute das Silverback von Liquid Elements. Sehr, sehr starkes Trocknungstuch, habe ich euch auch schon im Einzelvideo bei mir vorgestellt. Von daher heute mal wieder das Silverback. Ja, dann habe ich noch einige andere Mikrofasertücher hier für die Zwischenräume oder auch um den Detailer zu verarbeiten. Und als Trocknungshandschuh den Microfiber. So sieht er aus. Kennt ihr auch schon. Sehr, sehr guter Waschhandschuh. Und ja, dann natürlich zwei Wascheimer. Einmal hier den weißen und den schwarzen von Meguiar's. Und bevor wir jetzt mit dem Waschen beginnen, zeige ich euch einmal, wie der Zustand des Lackes aussieht, damit ihr auch wisst, was wir heute zu tun haben. Und ja, schaut mal, so sieht das Auto jetzt aus. Also absoluter Glanz sah mal anders aus. Und das könnt ihr auch hier hinten schon sehen. Schaut mal im unteren Bereich, was sich da alles festgesetzt hat. Auch die Felgen sehen ordentlich mitgenommen aus. Schaut mal hier auf der Außenstrebe einiges an Dreck. Ja, und das zieht sich so über das ganze Fahrzeug. Und jetzt gerade fängt es auch noch an zu regnen. Schaut mal auf der Motorhaube, die Wassertropfen, die Regentropfen könnt ihr hier erkennen. Ja, und hier könnt ihr auch den Blütenstaub sehen, den Pollenstaub, der sich so ein bisschen auf dem Lack festgesetzt hat. Von daher wird hier gleich einiges gemacht werden müssen. Und hier seht ihr jetzt nochmal an der Felge, also richtiger Bremsstaub, der sich auch im Felgenbett festgesetzt hat. Und bevor es gleich ans Waschen geht, werden wir zu Beginn die Einstiegsleisten reinigen. So sehen nämlich diese aus, da muss auch ein bisschen was gemacht werden. Und wie wir die Einstiegsleisten vor der eigentlichen Handwäsche reinigen, das zeige ich euch jetzt. Für die Einstiegsleisten habe ich jetzt hier den Green Star, das ist ein APC von Koch Chemie. Und damit könnt ihr zu Beginn der Autowäsche eure Einstiegsleisten super reinigen, denn ihr sprüht euch diese ein. Ruhig großzügig hier im unteren Bereich, da wo die Verschmutzungen sind. Dann macht ihr ganz normal die Tür zu. Und hier ist nämlich ein Vorteil. Jetzt kann der Reiniger seine komplette Kraft entfalten, sowohl unterhalb als auch oberhalb der Türkante. Und am Ende müssen wir ja sowieso die Einstiegsleisten mit abtrocknen, weil hier immer nach der Autowäsche Wasser mit drin steht. Von daher einsprühen, Türen zumachen und am Ende bei der Trocknung die Einstiegsleisten mit abtrocknen und somit den APC mit abtragen und die Einstiegsleisten werden automatisch mit gereinigt. Das ist eine kleine Empfehlung an euch.
Mache ich sehr, sehr oft so, wenn die Einstiegsleisten aufgedreht sind. Und das mache ich jetzt mit allen vier Einstiegsleisten und parallel geht es an die Insektenentfernung. Für die Insektenentfernung, wie vorhin schon vorgestellt, den Insekt- und Dirt Remover von Koch Chemie. Hier oberhalb den Scheinwerfer habe ich jetzt schon eingesprüht, ihr könnt ja sehen, ist auch relativ dickflüssig, der Insektenentferner. Von daher hat er lange Zeit, die Insekten einzuweichen und abzutragen. Und viele Insekten haben wir jetzt hier nicht drauf, aber hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, so kleine eingetrocknete haben wir hier überall. Und die müssen auf jeden Fall entfernt werden. Von daher, die komplette Front einsprühen. Auch die Motorhaube, solltet ihr irgendwas auf der Motorhaube mit drauf haben oder auf den Außenspiegeln, ruhig mit einsprühen. Und während ich jetzt so die ganze Front einsprühe, fangen wir dann automatisch auch mit der Vorwäsche an. Da wir die Vorwäsche heute, wie eben auch schon vorgestellt, mit der Quasar durchführen, nehmen wir 1,5 Liter Wasser für die Quasar. Somit haben wir heute auch ein bisschen mehr zur Verfügung, weil in der Gloria haben wir ja meistens nur 1 Liter, den ich gerne benutze. Und hier in der Quasar haben wir jetzt 1,5 Liter. Das ist der große Vorteil der Quasar. Und da rein geben wir jetzt 20 ml vom Snowform. Messen wir uns schön hier mit dem Messbecher ab. Jupp. So, das sind gute 20 ml. Die füllen wir jetzt rein. Und ich glaube, ich habe es euch eben in der Vorstellung vergessen zu zeigen. Als Shampoo habe ich heute mit das MaxiSatz 2 von den Chemical Guys. Auch dieses wie immer gut durchschütteln, damit sich die Bestandteile auch gut vermischen. Und dann geben wir 1, 2 große Spritzer in die Quasar. Dann machen wir jetzt alles hier fertig, zudrehen, Überdruck erzeugen und dann geht es direkt ans Einschäumen des Autos. Die Quasar auf jeden Fall gut vermengen, gut verrühren, vermischen, dass sich die Snowform und das MaxiSatz 2, das Shampoo, gut vermischen können. Und dann kann es auch schon ans Einschäumen gehen und dazu müssen wir vorab den Überdruck erzeugen. Und das ist bei der Quasar immer ein bisschen anstrengender als bei der Gloria, weil wir hier länger pumpen müssen. Aber so trainiert man auch die Arme, von daher absolut kein Problem. Ja, und hier könnt ihr sehen, ein richtig schöner Schaum, der hier rauskommt durch den zusätzlichen Filtereinsatz. Und ja, ich denke, so muss ein Schaum aussehen. Schaut mal, ein richtig cooler Schaum mit der Quasar. Und das mache ich jetzt noch an der nächsten Stelle. Ja, also hier könnt ihr sehen, ein schöner, gleichmäßiger Schaum, schön dick. Und ja, so mit dem Filtereinsatz geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. So schäume ich jetzt das ganze Fahrzeug ein und dann kommen wir auch direkt zur Felgenreinigung. Kommen wir nun zur Felgenreinigung mit dem Dustcracker. Und zu Beginn auf jeden Fall, ihr könnt es sehen, eine Information noch von meiner Seite. Etwas, was ihr auf jeden Fall nicht nachmachen solltet. Ich habe heute meine Schutzhandschuhe vergessen. Von daher muss ich heute ganz extrem aufpassen, dass ich nichts von den aggressiven Reinigern an die Finger bekomme, an die Haut bekomme. Von daher, so wie ich es heute mache, macht es auf jeden Fall nicht nach. Benutzt immer Schutzhandschuhe. Die habe ich ja grundsätzlich auch immer an, aber heute habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Von daher ist äußere Vorsicht geboten. Und mit dem Dustcracker sprühen wir jetzt komplett die Felge ein. Und ich arbeite mich meistens außen vor und dann den inneren Bereich. Und der Dustcracker hat auch einen Wirkindikator, der müsste gleich schon zu sehen sein. Und auch überall alles großflächig einsprühen, auch ins Felgenbett. Und ja, wie gesagt, der Dustcracker hat nur eine Einwirkzeit von 20 Sekunden. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Von daher sprühe ich jetzt so alle vier Felgen ein und dann geht es auch direkt wieder weiter an den Hochdruckreiniger.
Kommen wir nun zur Handwäsche und hier könnt ihr sehen, zwei Wascheimer mit Gridguard-Einsatz. Und ja, für die, die es noch nicht kennen, ein Wascheimer zum Auswaschen des Waschhandschuhs und der andere Wascheimer wird mit Shampoo-Wasser gefüllt. Und hierfür nehmen wir auch das MaxiSatz 2 von den Chemical Guys. Und davon geben wir uns ein ganz, ganz großzügiges bisschen, ja, ruhig noch ein bisschen, in den Wascheimer. Und jetzt könnt ihr entweder hingehen und den Schaum mit dem Hochdruckreiniger aufschäumen lassen. Oder was noch einfacher geht, ihr nehmt euch einfach den Gridguard-Einsatz drinne und erzeugt so den Schaum. Und so gehe ich immer vor. Das heißt, mit dem Gridguard-Einsatz schön den Schaum erzeugen. Ne, und ihr könnt jetzt auch schon sehen, das MaxiSatz 2 ist auch dafür bekannt, einen schönen Schaum zu erzeugen. Von daher eignet es sich immer richtig gut für die Vorwäsche und auch anschließend hier für die Handwäsche. Und hier schaut mal, da kommt ein richtig cooler Schaum raus. Und so können wir jetzt das Auto von oben nach unten waschen. Dann zum Waschen den Waschhandschuh schön mit Shampoo-Wasser ja, tränken, schön Shampoo-Wasser aufnehmen und dann so das Auto von oben nach unten waschen und immer wieder ganz, ganz wichtig, diesen Waschhandschuh im sauberen Wascheimer auswaschen, schön am Gridguard-Einsatz, dann wieder neues Shampoo-Wasser aufnehmen und so dann wieder an die nächste Stelle des Lackes gehen. Und so werde ich jetzt das ganze Fahrzeug waschen und dann geht es direkt wieder an den Hochdruckreiniger und nach dem Hochdruckreiniger kommen wir auch schon zur Trocknung. Ja, kommen wir nun zum Trocknen und wie vorhin schon erwähnt, heute mit dem Silverback von Liquid Elements. Ist auch ein ganz, ganz großes Trocknungstuch und reicht auf jeden Fall aus, um den kompletten Abfünf zu trocknen. Hier könnt ihr sehen, das sind 80 x 50 cm. Und als Trocknungshilfe benutzen wir von Meguiar's den Ultimate Quick Detailer. Das heißt, wir werden ihn einmal benutzen, um den Lack schneller zu trocknen, um das Wasser schneller abzutragen, besser zu binden. Und gleichzeitig werden wir damit auch einen Tiefenglanz erzeugen. Das heißt, wir sprühen uns Ecke für Ecke des Lackes ein. Und dann gehen wir ganz normal mit dem Silverback, indem wir uns das Vierteln drüber und können so den Lack trocknen und gleichzeitig Tiefenglanz erzeugen. Und die paar Schlieren, die noch drauf sind, nehmt ihr entweder mit einer trockenen Seite ab. Entweder mit einer trockenen Seite abnehmen oder warten, bis der Wind diese abträgt. Und grundsätzlich empfehle ich ja immer, das Fahrzeug aus der Waschbox zu fahren und es außerhalb der Waschbox zu trocknen, weil es an der frischen Luft einfach immer viel, viel schneller ist und einfacher geht. Aber ihr habt ja zu Beginn des Videos gesehen, es hat draußen getrocknet und es hat draußen geregnet und von daher trockne ich das Auto heute mal in der Waschbox und daher konntet ihr eben noch die paar Schlieren da erkennen, weil es hier halt ein bisschen länger dauert, bis die Schlieren abziehen, aber auch das geht. Von daher werde ich jetzt mit den zwei Schritten einerseits Detailer auftragen und andererseits trocknen. Das Fahrzeug so komplett trocken wischen mit dem Silverback und dann geht es zum Schluss noch an die Reifen, die wir auch noch auffrischen werden. Bevor es an die Reifen geht, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben ja zu Beginn die Einstiegsleisten mit dem APC eingesprüht und da könnt ihr es jetzt sehen. Die müssen natürlich jetzt genauso getrocknet werden. Von daher nehme ich mir dafür einfach ein ganz normales, sauberes Mikrofasertuch, ein kurzfloriges. Das reicht vollkommen aus. Und dann könnt ihr jetzt hier die Überschüsse vom APC abtragen und ich hoffe, die Kamera nimmt es auf. Schaut mal, das sieht doch deutlich besser aus als zu Beginn, denn beim Trocknen haben wir hier eh immer Wasser stehen und somit könnt ihr einerseits die Einstiegsleisten trocknen und mit dem APC reinigen. Und das gleiche auch mit dem Tankdeckel. Auch das ist so ein Bereich, den man gerne mal vernachlässigt.
Schaut mal, was da so an Wasser runterkommt. Von daher auch das hier auf jeden Fall mit trocknen, weil hier kann Rost entstehen, hier können unschöne Gerüche entstehen. Von daher müssen auch diese Räume mit getrocknet werden. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, auch den Tankdeckel mit abzutrocknen. Und ihr könnt hier sehen, das sieht auf jeden Fall bei mir gepflegt aus, weil ich ihn auch jedes Mal nach der Fahrzeugwäsche mit trockne. Und ja, von daher auch die Zwischenräume mit abtrocknen. Und jetzt kommen wir am letzten Schritt zu den Reifen. Im letzten Schritt werden wir jetzt noch die Reifenflanken auffrischen mit dem Meguiar's Endurance Tire Gel. Von dem Tire Gel, von dem Reifenmehl, geben wir uns einfach ein ganz kleines bisschen hier auf diesen, ja, auf diesen Schwamm, auf diesen Auftrage-Applicator. Und das geht auch ganz schnell und einfach. Das reicht auch schon aus, die kleine Menge hier. Und dann können wir jetzt hingehen und die Reifenflanke wieder komplett auffrischen. In einem schönen Schwarz. Und ja, jetzt mit dem Licht das ein bisschen schwierig zu sehen. Ich versuche das mal ein bisschen anders aufzufangen. Ja, mal gucken, ob das Licht jetzt mitspielt. Ja, gerade ein bisschen schwierig. Ich zeige es euch mal kurz einen anderen Reifen, damit ihr es auch sehen könnt. Ja, hier hinten leuchtet es noch ein bisschen besser. Also, schaut mal her. Wenn ich euch das jetzt hier auftrage, da könnt ihr es sehen. Das wird wieder deutlich schwärzer und auch die Schrift kommt wieder super hervor. Und so kann man die komplette Reifenflanke auffrischen und auch schützen vor Rissbildung, vor Alterung. Und so werde ich jetzt die kompletten Reifen auffrischen und ja, dann sehen wir uns das absolute Endergebnis an. Ich hätte euch das Endergebnis jetzt gerne auch draußen bei Tageslicht präsentiert, aber es hat leider nicht aufgehört zu regnen. Von daher, ja, bin ich jetzt in der Waschbox geblieben und versuche euch so, ja, den Glanz darzustellen. Und ich denke, man kann es auch hier ganz gut in den Türen erkennen. Ein super Spiegeleffekt, der mit dem Detailer rausgeholt worden ist. Also ich glaube, das sollte auch ganz deutlich zu erkennen sein. Auf jeden Fall ein richtig cooler Glanz. Und das gleiche haben wir auch mit den Felgen. Schaut mal, der Dustcracker hat hier alles rausgeholt. Und auch hier die Reifenflanken wurden wieder super aufgefrischt. Und ja, das sind doch mal saubere Felgen, würde ich sagen. Und ja, das zieht sich so über das ganze Auto. Ist auf jeden Fall ein schöner Glanz, der hier wieder rauskommt. Ne, auch hintenrum. Alles super glänzend. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Produkten gehen und uns nochmal die Hauptdarsteller anschauen. Hier habe ich euch die mal aufgestellt. Also wie eben schon erwähnt, der Dustcracker ist bei mir so ein kleiner Geheimfavorit. Ihr habt es ja gesehen, der hat die Felge komplett sauber bekommen. Wir mussten nicht mehr mit der Felgenbürste ran. Und obwohl er eine Einwirkzeit von nur 20 Sekunden hat, ist der absolut stark. Und ich glaube, der Liter kostet auch nur um die 10, 11 Euro. Auch im Preisverhältnis absolut, ja, akzeptabel. Der Detailer sowieso top von Meguiar's, immer wieder gerne. Ja, Quasar mit dem überarbeiteten Filtereinsatz hat auch einen super Schaum rausbekommen. Und wenn man die Quasar so pimpt, ist die für mich absolut gleichwertig mit der Gloria. Ja, und das Maxisatz 2 benutze ich auch immer wieder gerne. Und ja, so viel zu den Produkten. Und wenn ich euch jetzt nochmal kurz das Fahrzeug zeige, den Glanz so ein bisschen versuche hier aufzufangen. Ne, also ist auf jeden Fall wieder richtig super sauber und am besten sieht man es in den Türen, da kommt alles raus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in dem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und ja, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.